herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator mit dem Ice Dragon. Und dem Bio. Ja, wir sind immer noch am Verkaufen. Ich muss jetzt mal gucken. Wo hast du gesagt? Getreidespeicher? Da bin ich hier falsch. Speicher rechts fahren wäre besser gewesen. So. Da komme ich nicht rum, okay. Was auch immer gerade wieder passiert ist, aber ich bin gerade auf den Server geflogen, aber ich bin gleich wieder da. Alles klar. Ja, irgendwie ist hier so ein bisschen. Geliebtes Internet. Ja, das ist. Warum auch immer, einer mal rauskickt. Lass mal, das hatte ich auch schon jetzt. So, bereite dich auf Datensynchronisation vor. Genau, ja. Wenn er sie dann macht, ich hoffe, er macht es, ohne dass ich das ganze Spiel und Steam und alles neu starten muss. Ja, doch, er macht es. Jetzt könnt ihr das auch wieder mitsehen. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. So sieht's aus, wenn bei euch jemand einsteigt ins Spiel. Es ist so nervig. Und das dauert umso länger, desto mehr man kann. Ja, genau, weil wir müssen halt wirklich die ganzen Fahrzeuge synchronisieren. Und der Eiswagen steht mitten hier in der Pampa. Hallo! Ja, das ist ja der Startplatz hier. Aber jetzt springe ich trotzdem zu meinem Trecker. So, auch wenn wir sagen, wir springen nicht, aber jetzt springe ich trotzdem. So. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Der Getreidespeicher. Ja, also ich muss immer noch sagen, wir haben ja jetzt nun das Spiel schon ca. 35 Stunden gespielt jetzt am Stück, so wie mir, so wie das Spiel ja zählt ja mit, wenn ihr ein neues Spiel, also wenn ihr wieder anfangt. ja, manchmal kommt ein Kauderwelsch raus. Ja, ich merke schon. Ihr sagt 35 Stunden und das Spiel macht immer noch Spaß. Also glaubt's kaum. Ich muss da rein. Ja, du musst da rein. Und sie ist deine Höschen da. Das ist der Ablagefläche. Ja, wie gesagt, Spiel macht immer noch Spaß. Weiß nicht, wie der Spragan das so findet. Nö, doch, auf jeden Fall. Ich würde eigentlich, also wir werden wahrscheinlich so in den nächsten Folgen mal so gucken. Würdchen. Ja. Wir haben ja jetzt nun einige Simulatoren getestet, zwar nicht alle, die dieses Jahr erschienen sind, weil uns gibt es ja erst seit Anfang November, Ende Oktober. Pünktlich zum Release vom Landwirtschaftssimulator 15 sind wir mit eingestiegen in den Let's Play. Waren, genau. Ah, ich rutsch sonst wohin. Und ab dem Zeitpunkt werden wir denn gucken. Ja, ich möchte nicht wissen, was der Ice Wagoner macht. Ich häng hier. Ich bin gerade sonst vorhin geschlittert und ist jetzt noch irgendwas da, was verkauft werden muss? Nö, ne? Ein paar Krübelweizen sind noch da. Ja gut, die können wir lassen. Wie gesagt, wir sind jetzt mal eingestiegen und wollen, also weiß nicht, ob der Eisbringer da mal Bock hat. Gucken dann mal so durch, wer unseren Preis bekommt für beste Simulator ab November. Aber eigentlich kann sich das wohl jeder schon denken, welcher das überhaupt wäre. Ja, müssen wir mal gucken. So viele sind wir zwar noch nicht gespielt. Emergency 5 kann man jetzt nicht unbedingt als Simulator bezeichnen. Ist ja aber, mehr so ein Strategiespiel. Aber solche Spiele wird es dann wahrscheinlich dann ab nächstes Jahr dann wahrscheinlich ein bisschen öfter geben, denn weil, wie gesagt, so viele Simulatoren kommen ja nun nicht. Also werden schon einige Simulatoren kommen, aber die jetzt halt offiziell noch gar nicht angekündigt sind. Aber wir haben noch so das ein oder andere Projekt, was wir jetzt aber erst gar nicht anfangen wollen, weil es sonst wirklich zu viel ist. Auf jeden Fall, ja. Wir bleiben jetzt bei unseren drei Spielen hier. Unseren Let's Check, wo ich ab und zu mal ein, zwei Videos von machen werde. Aber sonst wird es gar nicht mehr groß jetzt irgendwas anderes geben. So, ich fahre dann schon mal zum Shop. Weil unser Geld reicht. Fahren wir zum Shop, ja. Und, aber ich werde diese Folge jetzt nicht schon wieder shoppen nennen, weil es ist ja Quatsch. Wir kaufen nur einen neuen Traktor schnell. Der Traktor, der eigentlich eigentlich nichts taugt, nur zum Verladen. Ja, zusätzlich brauchen wir dann die Frontladevorrichtung vorne für den New Holland. Und entsprechend die entsprechenden Gerätschaften zum Ankoppeln vorne. Nämlich einmal eine Poltergabel. Also obwohl eine Poltergabel nicht unbedingt, also nur wenn wir es für Forstwirtschaft auch nutzen wollen. Aber da können wir ja mal gucken. Auf jeden Fall erstmal eine Ballenzange, Rundballenzange, wie auch immer das hier heißt. Da kommst du nicht her, oder wie?
Darf ich vielleicht die Anhänger noch wegfahren? Ja, mache. Ja, also wie gesagt, der Landwirtschaftssimulator, ja, Ich ist. hatte einen weiteren Weg. Der Getreidespeicher ist ja gleich um der Ecke. Nee, ja. Ist wirklich ein schönes Spiel geworden. Also hätte ich gar nicht so gedacht. Meine, mit dem Landwirtschaftssimulator 2013 haben wir uns ja nicht so wirklich groß befasst und dann zum Ende hin, da wo es ja dann eigentlich schon eigentlich Quatsch war, da ein neues Spiel zu beginnen. Ja, Aber wir so haben konnten wir trotzdem uns wenigstens. bis zum letzten Tag den 13er gespielt. Richtig, richtig. Bis der 15er da war. Und dann seitdem, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir das nicht einmal angefasst. Obwohl ich sagen muss, mir fehlt irgendwie die Map. Wirklich. Westward Hills, ja, Ja. aber die gibt es ja hier auch. Die gibt es ja auch, aber der Fuhrpark wird nicht mehr komplett übernommen, sprich, wir müssten ja bei Null anfangen. Und ob Und ich da, das darauf dann ist wieder dann, Lust das habe, ist dann nicht so der Knüller, richtig. ne? Also wir haben ja jetzt echt schon hier eine Menge erreicht, so nach dem Motto. Aber ganz ehrlich, wir sollten noch langsam mal anfangen, unsere Schulden abzubezahlen, die wir immer noch bei der Bank haben. Ach, Schulden. Was sind Schulden, ne? So, ich parke die Anhänger einfach mal jetzt irgendwo gerade, weil du wartest ja auf mich. Yep. Wenn ich die jetzt erst noch alle mühsam hier einrangiere, Nee, dann das wäre dauert nett, es wenn eine du das Weile. jetzt nicht machen würdest. Und das kann ich später immer noch machen. Richtig. So, Anhänger sind hier parkt, die hängen sogar noch beide zusammen. Alles klar, ich bin da. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich hinspringe, ganz ehrlich, Ja, weil das kannst du irgendwer auch muss den machen. Trecker oder irgendwann Trecker auch zurückfahren. Genau, das kannst du machen. Dann, ja, Ich bin aus warte. meinem Traktor ausgestiegen, sprich, du könntest. Ja, ich muss erstmal das richtige Fahrzeug finden. Jetzt bin ich da. So. Das ist schön, wenn man Hallo! erstmal alle durchschalten muss, ne? Ja, Wo so. willst du hin? Da ist verkaufen. Ach ja, stimmt. Haben wir gerade die 100 direkt verkauft? Bald? Nein, nein, das habe ich wieder falsch. Oh Mann, so lange nicht mehr gespielt. So, die Traktoren, und zwar den T475 Powerstar. Powerstar. Powerstar, Der ja. Name ist eigentlich ein Witz, ne? Der hat ganze 75 PS. Wahnsinnig, ja, PS Powerstar, ne? 75 Powerstar. Oh. Könnten jetzt aber, wenn wir jetzt so ein bisschen krass sind, jetzt auch den von Steyr nehmen. Welchen würdest du denn gerne haben wollen? Der macht doch eigentlich keinen Unterschied, ne? Der hat Außer teurer ist und mehr Leistung ein bisschen mehr Leistung, ja, aber jetzt auch nicht wirklich der Hit. Nee, wir bleiben bei dem Powerstar. Ja, aber wenn, dann würde ich aber auch den mit dem Landwirtschaftsgerüst haben wollen. Mit dem Forstwirtschaftsgerüst. Aber wie viel Geld haben wir denn jetzt? 145.000. 145.000. Ja, eigentlich könnten wir uns den leisten, aber wir hätten mal ein bisschen Puffer, wenn wir den anderen nehmen. Das ist wohl richtig, ja. Und Ach, nimm vielleicht den könnten wir, kleinen, der ja, kleine deswegen, reicht doch. vielleicht kann man ja dann noch ein, vielleicht sich ein Feld kaufen, dass wir dann da Gras machen könnten. Zum Beispiel, der kleine reicht ja. Der ist So, gekauft. dann geh doch bitte mal bei den Frontladern rein Jawohl, dann brauchst du und erstmal diese. kauf den 750 TL. Das. Brauchst du, was, 750? Achso, hier, das ja. Kaufen. Genau. Und jetzt kommen die Sachen von Stoll. Nämlich hätte ich gerne einmal die Silageballenzange. Die ist ein bisschen teuer. Mit 1,7 im Verhältnis zu den anderen Sachen. Wollen wir die Poltergabel noch mitnehmen? Die Poltergabel lassen wir erstmal, die holen wir, wenn wir Okay. sie brauchen. Wir können Palettengabel? aber durchaus auch die. Brauchen wir nicht extra? Nimmst du die Palettengabel noch? Dann hätte Die ich Universalschaufel, gerne. wa? Ja, ich guck gerade, was am sinnvollsten ist. Man kann ja irgendwie, also wenn ihr jetzt Silage, Mist und sowas alles machen wollt, dann könnt ihr es eigentlich Wurst. Ihr könnt entweder die Silage-Schneidzange nehmen oder die Universalschaufel oder auch die Gabelzange oder auch die Mistgabel. Das könnt ihr alles dafür nehmen. Das kann jeweils Mist, Silage, Hackschnitzel und noch irgendein Symbol. Achso, Rüben sollen das, glaube ich, sein. Nehmen. Ich weiß dieses eine Symbol immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht doch mal auf die Universalschaufel. Universalschaffe, So. okay. Da hast du ja unten die Fruchtarten. Genau. So, das erste ist, glaube ich, die Getreide, Weizen, was weiß ich. Das ist Getreide, genau. Dann hast du Raps, dann hast du Dann haben wir Mais, dann hast du Rapsen. Gerste, dann ist das. Ja, was ist das? Was ist das? Ich habe das jetzt irgendwo schon mal gesehen. Da kommen Kartoffeln, dann kommt Zuckerrüben, dann kommt Silage, dann kommt Mist, dann kommt Hackschnitzel. Aber was ist das da in der Mitte? Was ist Das das? ist doch hier Hackschnitzel, oder? Ganz hinten ist Hackschnitzel. Naja, aber sieht man das nicht, wenn man jetzt mal hier jetzt hier in dem komischen. Nö, sieht man nicht, nee.
Nee. Also ich habe das schon irgendwo mal gesehen. Also wenn ihr das wisst, warte, ich gehe noch mal hin, dann schreibt uns das mal, dann sind wir vielleicht ein bisschen, vielleicht sind wir gerade ein bisschen bedeppert oder so. Ich habe auch schon geguckt, also die normalen Schneidwerke dieses können Symbol das hier, nicht schneiden. Wo jetzt meine Maus ist. Achso, ich weiß, was es ist. Nee. Neben der Kartoffel und der Gerste. What is it? Es könnte Häckselgut sein. Also nicht Hackschnitzel, sondern Häckselgut vom Häcksler. Ja, brauchen wir jetzt aber diese Universalschaufel? Also entweder die oder... warte mal, wollen wir was schön machen? Was sollen wir die nehmen? Oder? Also entweder wir nehmen, ja, also wir können drei, vier verschiedene Sachen nehmen. Ich überlege nur, weil die ist mir zu einfach, zu lahm irgendwie. Ich hätte gerne entweder die Gabelzange oder die Silageschneidzange. So, bitteschön. Hast du eine Silagen. Silageschneidzange, das ist gut. So, und somit haben wir den hier. Yippie! Nein, ich hoffe, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Juhu. So, leider kann ich nur eine Sache. Ey, da wollte ich einsteigen. Ja, ich will den nur schnell hier mal anhängen. Ja, kriegst du das hin? Ja. Wow. Das Problem ist, ich muss mit dem Trecker dreimal fahren, weil ich muss die ganzen Sachen einzeln holen. Ja, in der Zeit werde ich dann mal gucken, dass ich dann mal nach dem Feld gucke. So für. Angehangen, cool, das ist cool. Zu empfehlen bei euch, kaufst du noch ein drittes Gewicht bitte? Jawohl, das kann ich machen. Mindestens eine Tonne. Am besten mach mal 1,6 Tonnen, das große, das ganz große. Okay, kaufen. Hast du irgendein Feld, wo du am liebsten Gras haben möchtest? Was vielleicht auch nicht so groß ist, dass wir das dann. Gucken wir mal. Nicht so groß. Ja, das ist gut, ne? Gras hätte ich ja am liebsten entweder gerne in der Nähe von einer Kuhweide oder in der Nähe von einer Schafweide. Was ich guck mir mal die 32 an. 32? Was ist am Gartencenter da? Ah ja, das ist aber relativ groß. Ja. Größer als die 38. Und die 37? Was ist damit? 37. Ja, die habe ich auch gerade gedacht. 37. Ja, oder 28. 28, okay, also da bete auf jeden Fall mal. Weil ich ja bei der 28 so immer am Gras mähen bin, ist das ganz praktisch. Gut, dann werde ich da mal hinfahren. Du holst dein Spielzeug ab. Wunderbar. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, warum ich jetzt unbedingt ein Gewicht haben wollte, wenn ihr irgendwas hebt, Ballen, oder mit der Zange dann auch irgendwas anderes Schweres. Achso, das hängst du hinten dran, ne? Damit das hängt hinten kippst. Dran, ja, genau. Ja. Dann braucht ihr hinten ein Gegengewicht. Ansonsten kippt euch das Ding da vorne um. Yeah, wir haben drei Traktoren. Wir machen Fortschritte. Wenn ihr nämlich so einen sündhaft schweren, wie heißt das? Was hatten wir gesagt? 28, ne? Oh Gott, ey. Ja, 28 war das. So, es hört nicht auf zu schneien. Es würde 31.000 kosten. Ich fahre mal zu dem anderen, was du noch gesagt hattest. Also das Feld könnten wir kaufen. Für Gras. Und die 37. Die 37 werden die wahrscheinlich am liebsten, wa? Mhm. Obwohl eigentlich die 28 ist schön neben der 23, sprich, man könnte da wunderbar. Und die 28 ist auch okay. Deswegen, ich gucke mal jetzt schon mal Feld 37 an, weil das war jetzt gerade 1,05. So. Also 1,57 und würde 47.000 kosten. Nee, das ist mir dann schwer zu knapp. Oder? Nee, nur noch die 28. Okay. Das reicht für Gras, meinst du, ja? Ja, das reicht erstmal noch aus. Reicht das Gras schon fast so aus. Auch unser Grasfeld gekauft für den Ice Dragon, damit er wieder glücklich ist. Dann muss er nicht mehr hier sich sein Zeug hier zusammensuchen, sondern kann jetzt hier wunderbar immer schön aufs Feld fahren und sich sein Gras kaufen. Kaufen, das ist gut. Kaufen, ja. So, ich kaufe mir Gras. Kaufen! Unser Feld. Schön, das ist toll. So. Ja, aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Wir beenden jetzt den Landwirtschaftssimulator 15, also für diese Folge. Würden sagen, sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder zusammen zocken. Bis dahin sage ich ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.